Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Und zwar sind wir jetzt gerade dabei, ein paar Talismänner für unseren Auftrag zu machen, dass wir uns ein bisschen mit Martha anfreunden können. Weil Freundschaft ist in diesem Spiel wichtig. Sehr wichtig. Oh cool, wir haben Marmor bekommen. Können wir dich zerstören? Ja, auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Stuff, dass wir hier weiterkommen. Ja, mein Plan ist es, also ich weiß jetzt auch noch nicht, wen ich mal heiraten soll oder so. Das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren entscheiden. Es gibt auch von jedem Bewohner halt so Vorzüge, wie ein, also wo sie halt so sagen, so... Ja, hier hast du Rabatt, hier ich helfe dir oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, deswegen macht es auch Sinn, sich mit jedem halt anzufreunden. Okay, der ist zu heftig. Wie viel Marmor und so haben wir? Ich kann euch das mal zeigen, unter Soziales nämlich. Hier, das sieht man auch, was man mit dem machen kann. Das ist jetzt in der Xbox-Version nicht so, aber Brassy, den können wir nicht mal heiraten, weil der hat keine Herzen. Aber Pauli könnten wir zum Beispiel heiraten. Und dann hast du hier Beziehungsvorteile, dass man einfach Prozent in seinen Laden kriegt. Ist nicht das, was ich haben möchte. Ja, und da hat halt jeder Bewohner seine eigenen Vorteile. Und ach, ich wollte ja schauen, wie viel Marmor wir haben. Welche Mission haben wir gerade? Das sind nur die drei, die wir sehen, oder? Und unseren Handelsauftrag natürlich. 7 Marmor und 46 Holz. Das müsste fürs Erste reichen. Wir werden jetzt auch gleich was essen gehen in diesen tafelrunden Dings. Und immer mit jedem sprechen, der an einem vorbeirennt. Mit jedem Einzelnen. Ganz wichtig. Hey! Wir können ihn zwar am Anfang jetzt noch nicht schenken, weil wir halt selber nichts haben und Steine und so finden die jetzt nicht so geil. Aber ansonsten können wir halt dadurch wenigstens einen Beziehungspunkt kriegen. Und ich glaube, die Freundschaft kann auch rückläufig werden. Deswegen ist es eh gut, wenn wir uns mit jedem da ein bisschen anfreunden. So, du brauchst noch ein bisschen Kupfer. Muss ich auftanken. Ah, hier. Bitte. Holzbrett, haben wir jetzt noch eins? Das heißt, wir könnten uns... Achso, wir brauchen mehr Holzbretter, ja. Auch schon egal. Aber unsere drei Talismänner können wir jetzt machen. Bestätigen. Die mag, glaube ich, auch die Phyllis sehr gerne. Okay. Dann gehen wir mal in die Stadt und reden mit jedem, der uns über den Weg läuft. Tut mir jetzt schon leid. Hallo, Lee. Hi. The people at the research center are so stubborn. Ja, schön, dass du das Forschungszentrum nicht magst. Goodbye. So, dann hallo, Sonja. Hallo. The beverages here are all brewed by the... Ja. Cool, dass du gerne Getränke vom Braumeister Django magst. Und hier, hallo Sam. Hi. I used to call him Captain Arlo, because it sounds... Goodbye. Okay, dann hallo Alice. Hey. Ich glaube, die mag Dreck und so, also so Erde mag, die so kultivierte... Ich fände es auch voll cool, wenn ich so nebenbei so einen Guide am Handy habe, wo einfach so Strom stehen wird. Der mag das, der mag das. Die mag ihr eigenes Brot. Ah, das ist teuer. Nochmal so mit ihr reden. Okay, du magst den Sohn, das ist schön. Und dann haben wir hier unten ja den Higgins. Das ist ja unser Rivale. Und ich habe gehört, dass er manchmal so Kupferbahnen und so da unten drin liegen hat. Den kann man nicht klauen, aber wenn der uns halt sieht, möchte uns verprügeln. Das ist nicht so cool. Hallo Remington, bleib mal stehen. Will ich mit dir reden und du haust ab. The safety of Portia is my number one priority. Natürlich ist die Sicherheit von Portia deine höchste Priorität. Oh, da ist eine Schatztruhe. Aprikosensaft. Hallo, Kuva. Hey!
Ich glaube, der mag Angeln. Ja, der Dava, der müsste das von der Baumschule sein. Oh, und Pinky, unsere Katzi. Die kann man nämlich wirklich adoptieren und dazu noch einen Hund. Das ist voll krass, weil ich ja einfach nur zum Spaß gesagt habe, boah, ich möchte die pinke Katze adoptieren, aber das geht halt wirklich und das ist voll krass einfach nur. Dann hallo Mars. Wenn man halt die Zeit runterstellt, hat man halt ein bisschen mehr Zeit am Tag für sowas hier mit den ganzen Leuten zu labern und denen halt auch was zu schenken, wenn wir was hätten. Die mag alles, was so mit Nähen und so zu tun hat. Also da kriegt man manchmal auch so Nähmaschinen geschenkt von dieser Handelsmesse. Ich glaube, da waren wir gestern nicht. Ups. Oder ich glaube, da können wir nicht mal teilnehmen, weil unser Rang zu schlecht ist. Ja, du bist der stärkste Mann von Portia. Der mag Wandlichter. Mögen mehrere. Ich glaube, der Lee mag die auch noch. Dann hallo Sanwa. Hallo. Dao was asking me to help Vixie Spence. Ja, ich weiß, deswegen hat er uns gefragt. Sanwa müsste der Friseur sein. Okay, dann gehen wir einfach mal in die Mine, würde ich sagen. Nein, wir wollten erst was essen gehen. Genau. Dann essen wir erstmal was. Auch mal wichtig. Okay. Hallo, Chango. Ich hab mal ein Bronzeschwert da. Ich hab kein Bronzeschwert. Hallo Albert, der mag so fliegen. Die kriegt man aber erst später. Ansonsten ist hier gar keiner. Okay, dann können wir jetzt was essen. Und zwar gibt es da einmal am Tag so ein Sondermenü, wo recht günstig ist und 46 Ausdauer herstellt. Nehme ich. Ja, das sieht man, das X ist ein anderes Symbol. Das ist jetzt bei Xbox nicht so. So, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz zu unseren Zeugs, was da so läuft, ob da alles läuft. Und dann gehen wir in die Mine. Hätte ich jetzt beschlossen. Ja, schöner schwarzer Bildschirm. Ja, passt. Darf ich rennen? Ich möchte rennen. Darf ich rennen? Oder ist Alu? Also ich habe als erste gedacht, so, wir nehmen einfach Alu, weil er halt einfach nicht ganz so scheiße aussieht wie der Rest. Allerdings ist Alu halt einfach, der bringt eigentlich. Deswegen macht Alu jetzt zu nehmen auch wenig Sinn. Ich weiß auch nicht, man kann auch diese komischen Brüder heiraten, aber allerdings, ich möchte nicht so jemanden heiraten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ich nehmen soll. Holzbretter. Da fertigen wir gleich noch ein paar. Fertigen. Wir brauchen Holz. Ja, das nehme ich jetzt mal nicht. So, öffnen. Ich habe schon einiges an Reliktieren. Die kommen dann später alle mal in eine Tasche, würde ich mal sagen. Das kann da rein. Haben wir da schon Platz für? Ja. Ist alles mal ein bisschen sortiert. Ist nicht, dass ich dann irgendwie 5 Haufen habe und überall ist eigentlich derselbe Schrott drin. Das tun einfach mal alles weg. Die Holzplatte, die Hartholz, die brauchen wir nicht. Okay, ja. Dann eilen wir mal zur Mine. Und wie man diese Schatztruhe da oben hinkommt, weiß ich nicht. Die andere ist übelst Jump'n'Run-mäßig versteckt und darauf habe ich wenig Bock. Ab in die Mine. Ich würde auch nicht sagen, wir suchen jetzt nicht am Anfang nach irgendwelchen Reliktien, sondern wir bauen jetzt einfach nur Kupfer ab, weil wir das eben brauchen. Ich denke, das ist ein guter Plan. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, könnt ihr die natürlich jederzeit in die Kommentare schreiben. So bin ich da jetzt nicht. Ich würde die auch annehmen. Ja, ich weiß, dass man in Kalender so Ereignisse einrichten kann, das weiß ich. Okay, auf Leer schwebt man. Okay.
Okay, das müsste Kupfer sein. Bauen wir uns einfach mal runter. Bisschen Kupfer. Ich glaube, wir brauchen für alles zusammen so ungefähr 200 Kupfer, um allein diese Brücke zu bauen. Das habe ich mal ausgerechnet. Also ich habe halt alles geschaut, was man dafür braucht und wie viel halt. Und dann hat sich ergeben, dass wir 200 Kupfer brauchen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Zeit in der Mine. Schön die Mine ab. Und es kommen dann noch viel mehr auf uns zu. Das ist ja jetzt gerade so ungefähr das Einfachste, was im Moment geht. Und wir sind überfordert, Kupfer abzubauen und gleichzeitig Holz zu ernten. Das ist so ein bisschen traurig, wenn man weiß, was noch kommt. Und ich weiß halt nicht mal alles, was kommt. Weil das Spiel ist ja immer noch in der Entwicklung. Und die Entwickler lassen sich ja jederzeit neue Sachen einfallen, die halt das Spiel schwerer machen. Natürlich lassen sie sich auch Sachen einfallen, was das Spiel halt einfacher macht, aber das macht halt meistens alles komplizierter. Level up. Was nehmen wir denn so Schönes? Das nehmen wir. Ja. Jetzt haben wir fast 200 Kupfer. Wir haben eh nur noch 8 Ausdauer. Okay, cool, dann gehen wir mal raus. Und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich mal für den Teil der Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei My Time at Portia. Bis dahin, tschüss.